Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Weltklasse-Schwimmer Kenneth Tu wurde nur 26 Jahre alt. Urheberrecht Getty Images. Die Schwimmwelt trauert um Kenneth Tu. Der Weltklasse-Athlet stirbt nach einer Trainingseinheit in Florida mit nur 26 Jahren. Der chinesische Weltklasse-Schwimmer Kenneth Tu ist nach einer Trainingseinheit in Florida überraschend gestorben. Er hat sich im Training unwohl gefühlt und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er leider verstarb, heißt es in einem Statement des Hongkong Sportinstitute am Dienstag. Man sei zutiefst geschockt und traurig. Der 26-Jährige hatte an der University of Florida in Gainesville ein dreimonatiges Trainingsprogramm absolviert. Olympiasieger Trauer To, der in Hongkong zur Welt kam, wuchs in Australien auf und startete viele Jahre für den australischen Schwimmverband. Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, jeder mochte ihn, sagte Chinas mehrfacher Olympiasieger Sun Yang, der zusammen mit Tu bei den chinesischen Meisterschaften 2017 in der 4x100m Freistil-Staffel gestartet war. Tu gehörte zu dem australischen Team, das 2014 bei den Commonwealth-Spielen Gold mit der Freistil-Staffel gewann. Bei der WM 2013 holte er mit der australischen Lagenstaffel Silber. Seit 2016 trat Tu wieder für China an.